Enklave sein will. Bingo. Bingo. Also. Ausgezeichnet. Nett. Ausgezeichnet. Verdammt noch mal, ja. Bingo. Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge sind wir ein bisschen sinnlos durchs Ödland rumgerast. Und haben hier und da so ein paar Sachen gemacht. Mir fällt jetzt überhaupt nicht mehr ein, was wir gemacht haben. Ich weiß, wir sind da hingegangen, wo der Saufkumpane war, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht. So, vor diesem Video habe ich
so ein ungefähr 5 Minuten langes Video, glaube ich, angehängt, wo ich aus Queen einige Zeitschriften eingesammelt habe. Von Fahaber, Nuka World und einige andere Orte, die ich übersehen habe. Ja, das werde ich wahrscheinlich in, weiß ich nicht, ein paar Parts wieder machen, um ja nach und nach alle Magazine zu sammeln und so. Weiß ich nicht. Ich bin natürlich nicht, also ich habe natürlich online nachgeguckt, aber ich habe nicht irgendwie Orte besucht, die wir noch nicht gesehen haben oder so. Also ich bin nur zu Orten gegangen, die wir besucht haben und die wir nicht, wo wir die nicht gefunden haben. Das eine Schiff zum Beispiel. Da waren wir ja schon, aber da habe ich da trotzdem übersehen und ja, ich weiß, gehört sich vielleicht nicht so beim ersten Durchlauf, aber wenn, dann will ich auch schon alles hier haben, okay? Ein paar Sachen waren noch nicht schlecht, glaube ich, so von den Effekten. Ich habe jetzt gar nichts mehr im Kopf, aber was soll's. Ich bin jetzt hier in Good Neighbor. Ach ja, aufleveln sollte ich vielleicht auch mal. Habe ich auch aus Queen bekommen. Wir waren ja sowieso kurz vorm Level Up. Ich möchte hier das haben. Wenn du ohne Begleiter unterwegs bist, verursachst du 25% mehr Schaden. Das ist ganz schön viel. Und 25 Aktionspunkte. Gucken wir mal. Revolver habe ich jetzt übrigens voll hochgeballert. Geil, was? Ja, warum bin ich hier? Das ist die Höhle, die Höhle der Erinnerung in Good Neighbor. Und ja, ich war hier auf der Suche nach einer Zeitschrift. Hab gedacht, die ist vielleicht hier oder so. Ich habe immer nur so, weiß ich nicht, so Hinweise bekommen, wo die sein könnten auf so einer Karte und so. Ich habe jetzt nicht den exakten Punkt nachgeguckt, aber ich habe vorher jedenfalls hier nachgeguckt. Hier sind nicht, aber ich habe was anderes hier gefunden. Und zwar, wenn wir hier reingehen, ist da ein Herr, der uns vielleicht eine Mission gibt. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht zu Ende mit denen geredet, aber man sieht hier schon, der hat hier Schilder und Poster vom Silver Shroud. Und wir haben ja schon lange Zeit ein paar Klamotten von denen. Vielleicht können wir die hier endlich loswerden. Neighbor ist verrückt. Diebe, Mörder und Schlimmeres. Manchmal muss man der Realität entfliehen, um den Tag zu überstehen. Entfliehen? Übrigens, falls euch der Pack gefällt, könnt ihr ein Like, einen Kommentar oder ein Abo hinterlassen. Sehr, sehr schön von euch. 2071. Mama hatte einen 12-Pfund Truthahn gemacht. Und wir hörten Silver Shroud versus Captain Cosmos. Sogar mein Vater war dabei. Kennst du Silver Shroud? Den bräuchten wir. Wie aussichtslos die Lage auch scheint, er kriegt es hin. Was kannst du mir über Shroud erzählen? Er ist aus dem Radiohörspiel. Ich habe alle 419 Folgen gehört. Und auch das Weihnachtsspecial. Er ist der Beste. Besser als Gorgnag und Mentaman zusammen. Okay. Meine Familie und ich haben jede Folge gehört. Du meinst, haben wir das? Als sie das erste Mal ausgestrahlt wurde? Wie? Die letzte Ausstrahlung ist hunderte Jahre her. Also, ich reise durch die Zeit. Eben war ich noch bei George Washington. Jetzt spielst du mit mir. Aber es wäre ziemlich cool. Und weißt du, was noch cooler wäre? Was wäre, wenn es Silver Shroud in echt gäbe? Ich hab den seine Klamotten. Mantel und der silbernen Maschinenpistole. Ich hätte einen Plan, ihn zum Leben zu erwecken. Dann kann er gegen das Böse kämpfen und so für uns alle ein Zeichen setzen. Okay, du bist verrückt. Klar, Kent. Natürlich hast du einen Plan. Ich weiß, wie sich das anhört. Ich habe mein eigenes Maschinengewehr gebaut. Es ist noch besser als das in der Serie. Aber damit das alles klappt, fehlt mir noch das Wichtigste. Das echte Silver Shroud Kostüm. Was ich zufällig habe. Sie haben tatsächlich eins hier in Boston. Es war für die Fernsehserie gedacht. Hilfst du mir? Wie es der Zufall will, habe ich dein Kostüm bereits. Da ist es. Prachtvoll wie auf den Plakaten. Das Silver Shroud Kostüm, wie es lebt und lebt. Und Fanartikel auch? Du bist was Besonderes. Zusammen mit meiner Waffe ist jetzt alles bereit. Okay. Was hast du als nächstes vor? Das muss ich mir noch überlegen. Ein paar Dinge wollte ich dir zeigen. Also, nachdem du mir das Kostüm... Der will dann einstecken. Ja. Erst die Belohnung, dann das Kostüm. Hier, ich wollte nicht mein Wort brechen. Nach so vielen Jahren ist Silver Shroud wieder da. Aber da ist noch ein Problem. Ich bin einfach nicht wie Silver Shroud gebaut. Ich könnte Red Reinhardt oder sein Butler Jarvie Blake sein. Shroud ist stark, geschickt. Okay.
Mach dich nicht kleiner, als du bist. Ich habe eine bessere Idee, wer es tragen sollte. Bist du bereit, Silver Shroud zu spielen? Du bist genau wie er. Nur wurde dein Luftschiff nicht von Monstern abgeschossen. Ja, ich habe auch ein Luftschiff. Sieht so aus, als wäre ich perfekt geeignet. Mehr oder weniger. Und die Knarre gehören dir. Du sorgst in God Neighbors Straßen für Ordnung und ich gebe dir per Radio alle Verbrechen durch. Hier. Oh, jetzt habe ich jetzt eine Rüstung, aber es sind ein paar. Na, gleich, ey. Wenn du für Recht und Ordnung gesorgt hast, musst du sie zurücklassen. Dann wissen alle, dass Silver Shroud zurück ist. Auf in den Kampf gegen das Verbrechen! Okay. Mach mal. Muss ich anziehen, ne? Nein, guten Neighbor an, ja. Da ist schon wieder so. Vor allem halt komisch ist. Das Radio ist trotzdem, das hört man trotzdem bei den Leuten, bei den Radios, die hier rumlaufen. Wenn das Böse die Straßen Bostons heimsucht, lauert ein Mann in den Schatten. Er beschützt die Unschuldigen, er bestraft die Schuldigen. Dieser Wächter ist Silver Shroud. Heute Mord auf dem Scully Square. Einfach diese Gasse hier entlang. Sieh an, da hat sich wohl jemand im falschen Stadtviertel verirrt. Ja, falsches Stadtviertel. Ich treffe mich hier nur mit einem Freund. Das geht Sie nicht an. Am besten rufe ich ihn mal an, wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen. Nicht so schnell, du Schnösel. Okay. Deine Brieftasche. Den Schildkrankenkoffer, den du da hast. Her damit! Sofort! Ganz bestimmt nicht. Haben Sie auch nur den Hauch einer Ahnung? Ach du meine Güte. Musste das jetzt sein? Er hat unsere Gesichter gesehen. Also ja. Willst du nochmal einsitzen? Also, sehen wir mal, was in dem Flockenkoffer ist. Mich an diesen Geschichten von Fallout 3. Nur Papiere. Kein Wie hieß er nochmal? Das ist wertlos. Ach, schnapp dir seine Brieftasche. So ein feiner Pinkel muss doch was haben. Okay, okay, mal sehen. 20 Kröten, ein Führerschein. Oh Mann, das ging ja echt in die Hose. Weißt du, wer das ist? Wir haben gerade Bürgermeister Murphy umgelegt. Oh nein. Was? Den Bürgermeister Murphy? Aber was zum Geier hat er denn hier oben zu suchen? Auf dem Scully Square? Höchst mysteriös. Keine Frage. Wer hat das gesagt? Zeig dich! Irgendwie der Batman hier. Hat einen Mann in der Geschichte. Kaltblütig ermordet. Ich muss Gerechtigkeit üben. Das ist Silver Shroud! Oh nein! Shroud. Ja, ganz recht. Komm raus. Und ich leg dich um, wie ich den Bürgermeister umgelegt habe. Der Tod wird dich holen, Schurke. Und ich bin sein Vollstrecker. Ja. Nein. Nein. Mein Werk hier ist getan. Oder doch nicht? Was hat Sie zum Scully Square geführt, Bürgermeister Murphy? Eine Reise, an deren Ende Sie nun tot sind und Boston ohne Anführer. Wozu? Tritt aus den Schatten, Schurke, oder stell dich der Gerechtigkeit von Silver Shroud. Klingt wie ein Wahnsinn, oder? Wie geht es weiter mit unserem tapferen Helden? Nächste Woche findet ihr es heraus. In der nächsten spannenden Folge von Silver Shroud. Okay. Ihr hört Galaxy News Radio, ein 100%iges Tochterunternehmen des Galaxy News Network. Kennt. Hör einfach Galaxy Radio News Radio. Wenn das Böse die Straßenbosse heimsucht, lauert ein Mann in den Schatten. Er beschützt die Unschuldigen, er bestraft die
Gott. Heute, das oh, wie ist noch mal der Bürgermeister dieser Held aus dem dritten Teil? Eine einmalige Ankündigung. Silverschaut kehrt zurück und wird unsere Stadt vom Bösen befreien. Ihr habt alle davon gehört, dass Wayne Delancey die arme Miss Selby samt ihrem Kind ermordet hat. Wegen ein paar lausiger Kronkorken. Der Tod ist hinter dir her, Wayne. Das wird lustig. Das wird lustig. Galaxy News Radio? Wenn das Böse die Straßen Bostons heimsucht, lauert ein Mann in den Schatten. Er beschützt die Unschuldigen. Er bestraft. So, was geht? Hi, na? Ich bin der Silver Shroud. Was geht? Was ist das denn für ein abgefahrener Aufzug? Sieht teuer aus. Vielleicht habe ich ja einen neuen Freund. Als Shroud sprechen. Deine Verbrechen sind zu lange ungestraft geblieben. Was zur Hölle ist mit dir los? Naja, nichts, was ein paar Kugeln nicht beheben könnten. Du willst dich mit mir anlegen? Dann bist du so. Cool. Hat er sich einfach alles bei hoch geil. Das Böse wird niemals siegen, solange der Silver Shroud mit seinem silbernen Maschinengewehr dir die Birne wegballert. Verdammt. Oder was? Noch mal. Ist meine Visitenkarte hinterlassen, ne? Okay, wo ist denn die? Okay. So, Dreieck. Wollte jetzt die Leiche essen. Okay. Okay, das war... Das hat eine dramatische Wendung genommen. So, und nun? Galaxy! Unser guter Freund Jerry ist hier. Ist das Ding an? Hallo? 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 Ist an. Ja? Wir sind auf Sendung. Los. Ich setz mich toll. Mal hin. Einfach toll. Silver Shroud hat schon Gerechtigkeit geübt. Miss Selby wurde gerecht. Scheiße. Shroud hat Wayne kalt gemacht? Warte, ist der Kerl etwa echt? Davon solltest du ausgehen. Also Jerry, leg los. Erzähl unseren Zuhörern, worüber wir gesprochen haben. Ja, AJ, kennst du den Chem-Dealer bei Bobbys? Er verdient sich eine goldene Nase. Er sagt, er hätte einen neuen Markt entdeckt. Kinder. Selbst mit seinen miesen Chems sahnt er noch kräftig ab. Hört ihr das? Ein weiterer Schurke, um den sich Silver Shroud kümmern muss. Okay. Warum? Mischt dieser Shroud denn jetzt auch im Chem-Geschäft mit? Nein, er unternimmt etwas dagegen. AJ verkauft an Kinder. Und seine Chems haben Leute umgebracht. Und? Ich schnall's noch nicht. Das kann ich nicht so durchgehen lassen. Auf keinen Fall Kinder töten. Was auch immer. Dumm, was geht, na? AJ hat mächtige Freunde. Sei also kein Idiot und bleib cool. Wenn das Böse die Straßen Bostons heimsucht, lauert ein Mann in den Schatten. Ich hoffe, AJ ist nicht die Abkürzung für Applejack. Sonst wäre das merkwürdig. Wie einer diesen Clown. Das hier ist mein Revier-Clown. Ich habe keinen Bock auf irgendwelche Schnüffler. Ich bin kein Schnüffler. Ich bin ein schlimmster Albtraum. Verkaufst dein Gift an Kinder, hm? Heute musst du dich Silver Shroud stellen. Wer bitte?
Oh, um Himmels Willen. Hat Kent dich etwa geschickt? Der jammert doch ständig über die armen Kleinen. Was zum Teufel? Also, folgender Vorschlag. Ich zahl dir 50 Kronkorken, damit du nichts sagst. Und mir vielleicht Kent vom Leib hältst. Okay? Silverschott nimmt keine Bestechungsgelder an. Hör auf, dein Zeug an Kinder zu verkaufen. Sonst spürst du meinen Zorn. Du Arschloch. Mach den fertig. Hey, das war aber nicht nett. Was wollt ihr denn? Boah. Ah, schön, wenn ich so hoch gelevelt bin. Hey, geblieben. Ha. Keine Zeugen. Die besser nicht wissen, weil hier sind voll viele Leute. Haha. Oh ja. Seht euch vor. Und jetzt eine Eilmeldung. Die bösartige Killerin Kendra wurde kürzlich im Third Rail gesehen. Dieselbe Kendra, die Lil Joes Hütte in die Luft gesprengt und dabei 4 Menschen umgebracht hat. 4 Menschen getötet. Wenn ihr in Aktion sehen wollt, bleibt in der Nähe von Whitechapel Charlie. Schraut wird ihn verhören, um rauszubekommen, wo sich die Schurken aufhalten. Und dann wird er sie in die Kap ballern. Okay. So nachladen, oder? Mein Gott, wie viel Schuss habe ich denn hier drin? Merke ich gerade. Wäre ein bisschen doof, wenn mir die Munition irgendwann ausgeht. Ja, der Silber schaut keine Munition mehr. Das war ein bisschen doof. Wenn man halt nicht so wehtun würde, dann würde die Stimme nicht so schmerzhaft sein. Vielleicht auch besser klingen. Spaß ist die Treppe runter. Der Silver Short steht auf Spaß. Jetzt komme ich hier so als Mechanist gekleidet rein. Na, Zivilisten. Was ist das geht? Ein Silver Shroud Kostüm? Ich will dir nicht so nahe treten, aber ist das nicht eine Kinderschule? Siehst aus wie dieser Idiot auf dem Plakat. Was soll der Aufzug? Vor dir steht Silver Shroud. Ich suche eine Schurken namens Kendra. Shroud, hä? Schussel trifft sie. Mit Kendra ist nicht zu spaßen. Die Leute, mit denen sie sich abgibt, beißen gern mal ins Gras. Wenn du sie treffst, hey, den Ruf habe ich auch. Lässt sich gegen eine kleine Gebühr was arrangieren. Es ist nicht klug, sich zwischen Silver Shroud und die Gerechtigkeit zu stellen. Gerechtigkeit. Du willst sie umlegen? Wenn das so ist, sie wohnt südlich von Good Neighbor in den Water Street. Oh. Achte auf die kleinen Bengel, die sie dabei hat. Ist ein echt zähes Miststück. Viel Glück. Der Silver Shroud weiß, wo er hin muss. Du haust vor was ab. Willkommen zu Hause. Okay, warum ist er nicht hier? Vor allem nicht. Weil Männer wieder kleine, ja, ich sag mal, kleine Viecher sind, die ich abknallen muss, dann. Oh, muss ich ja wieder verdammt auf meine Dings aufpassen, auf meine. Was ist das denn? Wie ist das? Dann gehen wir da ein. Silver Shroud wird Gerechtigkeit ausüben. Oh ja. Warum hat er so eine verdammte gestellte Stimme? Ich meine, es ist halt Absicht, aber. Ich versuche irgendwie so eine Batman-Stimme oder irgendwie sowas zu machen. So, haha, ich bin der Silver Shroud. Doodly-doo.
Okay. Los, komm her. Ich will Gerechtigkeit ausüben. Gerechtigkeit? Ah, ich hab was trinken sollen während des Ladebildschirms. Mein Hals tut immer noch weh. Oh. Nein, ich dachte, er geht weg. Ganz weg. Ja, ich verstecke mal hier. Aha, nein. Okay. Wo führt der Weg des Silberschauts ihn hin? Ist es 30 Schritte nach unten? Was? Das heißt aber eine andere Rüstung, die ich anhab, ne? Vorher war nur Silberschaut Anzug, oder? Jetzt habe ich Silberschaut Rüstung. Autsch. Würde ein normaler Mensch sagen, aber der Silberschaut, der spürt keinen Schmerz. Was? 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 Hä? Seit wann gibt es Ladebildschirme auf der Weltkarte? Habe ich auch noch nie gesehen in irgendein fester Spiel. Was? Hä? Ach, bin ich in Good Neighbor reingelandet oder was? Oh. Wie geil ist das denn? Ja, okay. Wenn ich von oben da hineinspringe, ist klar. Habe ich schon gewundert, wie ist denn auf der Weltkarte ein Ladebildschirm? Ich noch nie gesehen. Was ein Elder Scrolls Online. Aber sonst. Aber da ist auch nicht eine ganz offene Karte. Da sind da, sag mal, Bereiche mehr oder weniger. MMO halt. Bei Skyrim oder Fallout 3 oder so. Oder hier. Ist da nur eine riesige Weltkarte. Ich kann vom einen Ende der Karte bis zum anderen laufen, ohne einen Ladebildschirm zu bekommen. Zu treffen, zu finden. So, wo ist denn das jetzt schon wieder? Er ist ja aber schon, hat keine Lust, so lange zu warten, um Gerechtigkeit auszuüben. Er ist ja aber schon, hat außerdem keine Lust, gegen Supermutanten zu kämpfen. Du bist so also. Denkst wohl, du könntest dich verstecken. Hi. Gehen wir da rein. Wir bringen sich ja meine selber um, habe ich das Gefühl. Achtung! Auch wenn ich die 5 Minuten jetzt angehängt habe, ich werde jetzt die Mission ja noch zu Ende machen. Hey. Hey. Was geht? Du heizt dich nicht hoch. Findet der Silberschott gar nicht toll. Huhn! Der Silberschott wird es gar nicht leiden können, wenn mir die Munition vor Kendra ausgeht. Nur eine geile Sonnenbrille. Oder diesen Schal. Und diesen Schal alleine. Ja. Wer von den anderen Superhelden so Kostüme? Von Grognak gibt es ein Kostüm. Von diesen Aquaman versteckt. Ist auch von auch ein Kostüm. Wer war da noch? Der selber schaut mal keine langen Aufzugfahrten. Warum bin ich ja schon wieder falsch? Ist ja immer schon alles verwirrt. Und da muss man die Treppe irgendwo gehen, ne? Ja. Ich bin nicht mal da, war ein Ladebildschirm, obwohl ich hier zwischen Gebäude und Weltkarte gewechselt habe. Der selber schaut, nimmt die Treppe.
Was geht? Komm schon her, du Wichser! Aber die hinterlassen, nee, die hinterlassen nicht diese Dinger. Na, Kendra. Du musst Kendra sein. Und du? Du bist die verrückte Person in dem Kostüm. Du hast Wayne Delancey umgebracht. Und du hast keinen Schimmer, mit wem du es zu tun hast. Ja, ja, ich weiß. Ich liebe das, wenn die kleine Fliege freiwillig ins Spinnennetz fliegt. Und ich find's immer wieder lustig, wie meine Gegner denken, sie haben eine Chance gegen mich. Das war dein letztes Leben, Schurken. Das ist mein Spruch. Ja, ich find's auch mal witzig. Oh man, das sieht gar nichts ab. Was ist das? Und das. Mit Silbershot geht die Munition aus. Silbershot, egal was, die schleicht sich einfach weg oder weil der Silbershot kann ich immer noch sehen. Gerechtigkeit wurde ausgeübt. Visitenkarte hinterlassen und jetzt die Leiche fressen. Gerechtigkeit, pardon. Soweit, liebe Zuhörer, sprich das schnell durch. Ihr werdet sehen. Galaxy News Radio. Wenn das Böse die Straßen Bostons heimsucht, lauert ein Mann in den Schatten. Er beschützt die Unschuldigen. Er bestraft die Schuldigen. Okay. Dieser Wächter ist Silver Shroud. Die Demaskierung des Mechanisten. Ja, der Part wird ein bisschen länger, aber ich will diese eine Quest hier reinpacken. Ich glaube, ich war in Kingdom Hearts Let's Play, natürlich eine Welt in einem Part reinpacken, egal wie lange das wird. Also beim letzten Mal hat das eine Stunde gedauert. Aber sonst, ja. Ich hätte nicht gedacht, die Quest jetzt so lange dauert. Aber das wird jetzt alles in einem Part gemacht. Dann haben wir das auch schon mal. Da kann ich die Kostüme endlich wahrscheinlich wegpacken. Aufgehängt über einer Feuergrube erinnert mich an unser Abenteuer gegen den Zermalmer von Chelsea. Nicht wahr, Herrin? In der Tat stammt auf der Shroud. Aber dieser missgestaltete Mörder war nur ein Mäuschen verglichen mit der Riesenmentalität des Mechanismus. Warum kann ich mich nicht dahin porten? Mentalität, ja? Nein, Herren der Mysterien, was du als Böse siehst, ist in Wahrheit Erleuchtung. Wie hieß nochmal dieser Typ aus Dingens? Fallout 3, der hat auch so eine eigene, der hat irgendwie seine eigenen Radio-Abenteuer irgendwie durchgesprochen. Wie hieß der nochmal? Noch mehr Prominenz. Hancock will sich mit unserem Helden Silver Shroud treffen. Worum es dabei auch geht, sei auf der Hutschraub. Okay, mein Aufnahmeprogramm hat sich abgemeldet, aus irgendeinem Grund. Und ja, habe ich irgendwie gemerkt, da war ein Standbild. Deswegen, ja, habe ich jetzt nochmal die Aufnahme neu gestartet. Und ja, ich soll mich mit Hancock treffen, welcher irgendwo hier ist. Ich muss mich ehrlich hier irgendwo mit dem treffen. Also, wenn ich wieder helfen soll, aber okay. Mit einem Pool reisen.
Selbst wenn er mein Charisma und ja, hätte, hängen wir jetzt so nur am Ende ran. Du behandelst die Information doch vertraulich, oder? Ich würde dein Vertrauen nie enttäuschen, Hancock. Deswegen bin ich nicht hingekommen. Ich wusste das nicht zu schätzen. Ich meinte das ernst. Dieses Leben habe ich mir gewöhnt. Okay, ist gut. Absolut richtig. Und ich werde. Hat man schon alles. Danke. Hey, mit dir überhaupt Hancock. Anderes reden. Ach, hallo. Geht's wieder los? Nein. Legen wir los. Na klar. Hey. Mit dir reden, Kollege. Sich zu verkleiden macht vielleicht Spaß, aber du bist ein etwas weitaus Größeres reingeraten. Diese Kerle, die du für Kenny ausgeschaltet hast, die arbeiten alle für dasselbe Arschloch. Wird doch noch irgendwo weiterhin. Will auf die alte Art Rache nehmen. Alles klar soweit? Danke für die Warnung. Wäre wirklich schade, wenn er dich erledigen würde. Er heißt Sinjin. Er hat zwei Raider-Outfits so verändert, dass sie unheimlich aussehen. Ist ein kleiner Fisch, aber wenn keiner auf ihn aufpasst. Ich weiß zufällig, wo ein paar seiner anderen Leute sind. Smiling Kate ist außerhalb von Bunker Hill unterwegs. Und Norby hat eine Bude drüben bei Prospect Hill. Wenn du die beiden ausschaltest, können wir vielleicht rausfinden, wo ihr Boss steckt. Good Neighbor würde ruhiger schlafen, wenn er weg vom Fenster wäre. Ich bin bereit für ein wenig gemeinnützige Arbeit. Du bist echt in Ordnung. Kümmere dich um Sinjin, dann werde ich mich erkenntlich zeigen. Alles klar soweit? Okay, sieht so aus, als müssten wir doch noch hier ein bisschen weitermachen. Gut, dann würde ich dann sagen, das machen wir bei der nächsten Folge, weil das führt ja hier noch so viel weiter, als ich eigentlich wollte, Nick. Und ja. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Tschüss!